Ja, moin hier auf dem Slamville 2016, dem ersten deutschlandweiten Slam-Festival auf dem Dockville-Gelände in Hamburg. Neben mir sitzt Quichotte, Poetry-Slammer, Rapper, Musiker, Kabarettist und. Und da du ein Experte ja in Sachen Rap bist, ich hatte tatsächlich früher auch so eine kleine Rap-Community. Und mit 16, 17 und wir hatten einen Track, der hieß Bier, Bier, Bier. Und der fing ungefähr so an: Bier in jeder Ecke, auch Bier ist überall, Scheiß auf Leberschäden, Bier hilft immer. Was würdest du als Experte zu diesen Lines sagen? Oh, ich finde, da bewegst du dich ja eigentlich schon eher so im Bereich Poesie, ne? Also das ist schon eine... Also wir hatten es halt mit Reim nicht so, deswegen haben wir das so ein bisschen... Deswegen habt ihr die einfach weggelassen. Haben wir die einfach weggelassen. Ja. Also ich finde das völlig in Ordnung. Ich sehe das als Performance-Poesie. Okay, das bedeutet mir sehr viel. Du hast mit 14 angefangen zu rappen, ist das richtig? Irgendwie auch aufzunehmen. Wie sah das damals mit 14 aus? Beschissen. Das sah richtig beschissen aus. Und es hörte sich auch beschissen an. Das kann man wirklich absolut doch unterschreiben. Wir haben damals, es gab so ein Programm, das hieß Hip-Hop EJ. Und damit konnte man so... Es gab da schon Programme damals? Ja, ja, doch. Wir hatten so, ich hatte Pentium 2 Rechner damals, ne? Und also so ein richtig uraltes Ding. Und man konnte so vorgefertigte Beat-Patterns so zusammensetzen. Ne? Also du hattest halt so Schlagzeugrhythmen, ne, den Beat. Ja. Und dann konntest du da so verschiedene Instrumente drüber setzen. Das war alles so ein bisschen wie Lego bauen. Und dann halt selber drüber aufnehmen. Mit so einem Plastik-Mic hatten wir, man hat nichts verstanden einfach. Das war eine Katastrophe. Und wie gesagt, das hat aber viel gebracht, weil wir immer so neben dem Takt waren und nicht wussten, woran es lag. Und es lag tatsächlich an dem Computerprogramm. Und wir haben gedacht, wir wären so schlecht, dass gar nichts geht. Und das hat uns aber trainiert. Also es war eine gute Erfahrung. Und mittlerweile ist ja so, dass wenn man dich irgendwie sieht, dass du oft auch irgendwie Freestyle machst, dass dir irgendwie Begriffe aus dem Publikum zugerufen werden und da echt du fantastische Sachen darbietest. Woher kommen diese Fertigkeiten? Also ist das irgendwie jahrelanges Training? Sind das schon so gewisse Schemen und Muster irgendwie in deinem Kopf? Also ja, Training ist alles eigentlich. Also ich glaube, es bedarf so viel Training, dass man schon eine riesengroße Liebe zu dieser Sache haben muss, um über diese ganze Scheiße, die man am Anfang produziert, irgendwie hinwegsehen zu können, um dann irgendwann diesen ersten Moment zu erleben, wo man denkt, boah, Alter, das war richtig geil. Und der kommt dann so nach 2 Jahren oder so, ne? Aber die musst du halt durchstehen, also immer weiter üben, trainieren, bis das halt irgendwann was wird. Und also so das Schöne dabei, finde ich, ist auch, dass man irgendwie nie an einem Punkt ankommt, wo man denkt, jetzt ist es perfekt, weil das geht immer besser. Also du kannst immer aus einem 7-silbigen Reim noch einen 9-silbigen Reim machen. So. Und das... Ja. Freestylend ist das schon dann die große Königsdisziplin. Und das ist halt 15, 16 Jahre harte Arbeit einfach und eine große Liebe zur Sache. Und mit Rap hast du angefangen, bist dann aber auch irgendwie schnell zu anderen Formaten übergewechselt. Poetry Slam hast du lange gemacht. Dann hast du Rätselbände rausgebracht mit Patrick Salm. 3 oder 2? Ja, es kommt jetzt der vierte. Es kommt jetzt schon der vierte, genau. Dann hast du mit Patrick Salm auch jetzt so eine Late-Night-Show, die irgendwie auf YouTube veröffentlicht wird, die Late-Night-Show. Genau. Und ich habe bestimmt unzählige Sachen vergessen. Rap natürlich immer noch, auch in der Band irgendwie am Start. Was kommt als nächstes? Ballett, Kunstreiten? Das kann man auch noch kombinieren. Ja, das hört sich ja immer alles so wie so eine eierlegende Wollmilchsau an. Im Endeffekt ist die Basis von allem ist irgendwie Sprache so und das und auch Poesie irgendwo. Ne? Also selbst, klar, es gibt so Stand-up-Nummern, die jetzt nichts Poetisches haben, aber da liebe ich halt einfach auch den Witz, den Wortwitz und so die Sprache an sich. Und deswegen, das ist so die Grundlage von allem, was ich eigentlich mache. Und ich finde, da sind irgendwie der Kreativität auch wenig Grenzen gesetzt und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Solche auch neue Formate da irgendwie so mit zu entwickeln. Und Late Night zum Beispiel war was ich immer erträumt habe. Ich wollte immer eine eigene Late Night Show haben. Und wir machen das halt, mit Patrick ist ein sehr guter Typ, einfach ein guter Freund auch. Mit dem mache ich das unheimlich gerne. Wir machen das zum Teil sehr dilettantisch und auf unsere Art und Weise halt. Aber versuchen das halt mit dem, also alles reinzuwerfen einfach. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und das ist so die Hauptsache. Und ihr bringt dann ja auch all diese verschiedenen Formate zusammen irgendwie auf der Bühne. Also auch wenn du auftrittst, ist es nicht nur Stand-up, ist nicht nur das, sondern irgendwie es wird irgendwie so eine Synergie erschaffen. Ja, wir wollen halt auch Leuten eine Plattform geben, die aus diesen Bereichen kommen. Und genau deswegen haben wir diese, ich nenne das jetzt mal Kleinkunst, Late Night ins Leben gerufen, wo eben einfach so ein bisschen wild irgendwie viele Sachen stattfinden können. Ja. Ja, und heute Abend bist du auch irgendwie hier wieder am Start auf dem Slamville. Wir sind alle gespannt und vielen Dank, Quichotte. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.